Sehr geehrte Damen und Herren, heute feiern wir den Weltwassertag. Wasser ist eine unverzichtbare Ressource für unser tägliches Leben und vor allem eine intakte Umwelt. Deswegen lautet das Motto des heurigen Weltwassertages auch Wert des Wassers. Bäche, Flüsse und Seen sind unsere Lebensadern in den Regionen des Landes. Wir wollen dafür sorgen, dass unsere Gewässer ökologisch intakte Lebensräume für Tiere und Pflanzen sind und gleichzeitig die unterschiedlichen Nutzungsansprüche der Menschen erfüllen können. In Österreich sind wir in der außerordentlich glücklichen Lage, ausreichend Wasser in sehr guter Qualität zur Verfügung zu haben. Diesen Wasserschatz müssen wir alle gemeinsam für die Zukunft sichern. Das ist auch das Ziel der österreichischen Wasserwirtschaft. Wir investieren jährlich rund 80 Millionen Euro in eine sichere Wasserversorgung und vor allem ganz zentral die Abwasserentsorgung. Und rund 200 Millionen Euro stellen wir jeweils für den Schutz vor Naturgefahren und für die Verbesserung der Gewässerökologie zur Verfügung. Damit wollen wir für unsere Gewässer mehr Natur, mehr Freiheit und mehr Vielfalt schaffen. Ich freue mich, dass wir Ihnen heute den Entwurf des dritten nationalen Gewässerbewirtschaftungsplans vorstellen können, in dem die Ziele und Maßnahmen zur Bewirtschaftung unserer Gewässer für die nächsten Jahre dargestellt werden. Wir wollen mit dem Plan den langfristigen Schutz und die nachhaltige Nutzung von Wasser fördern und die Gewässerökologie gleichzeitig verbessern. Ich bedanke mich bei den Kolleginnen und Kollegen in meinem Ressort und besonders auch bei den Kolleginnen und Kollegen in den Bundesländern für die gute und vor allem auch enge Kooperation bei der Erstellung des Bewirtschaftungsplans. Ich freue mich, wenn Sie bis Ende September an der Öffentlichkeitsbeteiligung zum dritten nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan teilnehmen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch eine erfolgreiche Veranstaltung, viele spannende Diskussionen und alles Gute.